Was? Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen CD-Review. Und wie ihr vielleicht schon erkannt habt, unten im Zeitmarker ist eine ziemlich lange Zeitangabe vermutlich, denn es gibt zu dieser Band und zu diesem Album, um das es jetzt hier gehen soll, einiges zu erzählen, was ich gar nicht erwartet hatte. Ich habe nur jetzt gerade über die Limited Booze Boys ein bisschen Recherche betrieben. Das mache ich ja vor jeder Rezension, so ein bisschen Band-Hintergrund. Haben die in anderen Bands mitgespielt, die Jungs und Mädels, wenn Mädels dabei sind, ne? Und Diskografie und hast du nicht gesehen, um so ein bisschen Infos zu liefern. In den Rezensionen, die ich in Videoform hier auf meinem Kanal hin und wieder mal mache. Und da war ich ein bisschen erschrocken zunächst. Ich bin dann aber jemand, der nicht gleich sagt, oh mein Gott, und dann gleich alles abbricht und aus dem Fenster wirft. Sondern ich bin dann ein bisschen tiefer in die Recherche gegangen. Jedenfalls, soweit ich als ganz normaler Du-und-Ich-Mensch das kann. Ich bin jetzt kein Journalist oder so, deswegen, ja, ich bin so tief vorgedrungen, wie es mir persönlich möglich war, sage ich mal, in die Vergangenheit dieser Band oder jedenfalls in die angebliche Vergangenheit dieser Band, sagen wir mal so. Ja, denn es gibt jetzt viel zu erzählen. Für die von euch, denen der Hintergrund von Musikern, die ein Album machen, das inhaltlich komplett neutral ist, ja. Sorry dafür. Setze ich euch unten einen Zeitmarker rein, der euch direkt zur Rezension des Albums an sich führen wird. Vorher aber die Limited Booze Boys. Erstmal, wie bin ich überhaupt auf die Band aufmerksam geworden? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Das ist arschlange her. Ich weiß nur, dass meine Süße eine CD von denen hat und ich weiß auch gar nicht, wie das Album heißt. Da ist ein Song drauf, das heißt Viking. Ein Song, das, ja. Der heißt Viking. Und ich glaube noch irgendwie Live Eriksson heißt eine weitere Nummer und so. Und ich meine, wir sind auf die Band aufmerksam geworden über MySpace noch. Kann das irgendwie sein? Ich weiß gar nicht mehr genau. Und durch meine Süße habe ich halt auch deren Musik. Oder ich weiß nicht, ob sie alleine auf die Band mal irgendwie aufmerksam wurde. Ich habe sie auch gefragt. Wir wissen das nicht mehr. Das ist einfach schon zu lange her. Ja. So, und vor ein paar Wochen habe ich eine Radiosendung gemacht und habe mir gedacht, Mensch, ne, hier in Eckernförde waren an dem Tag das erste Mal die sogenannten Wikingertage. Das ist eine Veranstaltung ursprünglich aus Schleswig. Und da ist dann so wie hier in Eckernförde haben wir traditionell das Piratenspektakel. Da entern hier am Hafen die Piraten den Strand, nehmen den Bürgermeister gefangen und zwei Tage lang ist Ausnahmezustand in Eckernförde und überall Party. Das ist dann irgendwie so, ja. Und die Wikinger-Tage sind da ähnlich, mit Wikinger-Show-Einlagen, du kannst auf dem Drachenboot fahren und hast du nicht gesehen. Und das haben die jetzt auch hier bei uns in Eckernförde mit übernommen, so als Zweitstelle. Ein paar Tage oder Wochen, bevor das dann in Schleswig nochmal stattfindet, oder das eigentlich in Schleswig stattfindet. Das war jedenfalls einmal jetzt so. Aber ich hatte ja meine Radiosendung an dem Tag, deswegen habe ich abends nicht hingehen können. Habe gedacht, gut, mache ich hier meine eigenen Wikinger-Tage und mache hier sämtliche Songs in meiner Vorgabe auf Wikinger-Thematik basiert. Und so kam ich auf den Song Viking von Limited Booze Boys, habe ich dann auch da gespielt und dann habe ich gedacht, Mensch, ne, während des Spiels so nebenbei ein bisschen online gehabt hier, ne, und dann so ein bisschen rumgesurft und gedacht, Mensch, was machen die eigentlich? Und festgestellt, na, sieh mal einer, guck, die haben ein aktuelles Album und habe mir die direkt bestellt. Über Amazon sogar, soweit ich mich erinnere. Ja. Wenn das jetzt aber stimmt, was ich über die Boys, die Limited Booze Boys hier jetzt rausgefunden habe, dann sollte Amazon den Verkauf dieser Band sofort einstellen. Aber immer schön der Reihe nach. Ganz langsam, Jungs und Mädels, ne? Ich lese euch mal erstmal vor, was die Limited Booze Boys zu sich selbst oder über sich selbst sagen, nämlich auf der offiziellen Homepage von denen, was da steht unter Band History. Fragt man sich, weshalb die Straßen der neuen Bundesländer heute so sauber und ordentlich aussehen, so dürfte diese Band die Antwort sein. Die Jungs aus Thüringen haben offenbar jahrelang Dreck gefressen. Und als ich diese Worte zum ersten Mal las, dachte ich, okay, was ist das für ein Spruch? Ja, als ich ein bisschen tiefer recherchiert habe, weiß ich, glaube ich, auch, was damit so ein bisschen unterschwellig gemeint ist, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. So klingt jedenfalls ihr schmutziger Hardfolk Rock'n'Roll. So beschreiben sie wohl ihr Genre. Ja, es ist also eine Mischung aus Hard Rock mit Rock'n'Roll-Elementen und Folk. Ja, und ich finde auch eine ganz schön ordentliche Dosis Punk ist dabei. Modernerer Punk, ja. Sie kommen aus Thüringen Woodlands und knallen euch Hardfolk vom Feinsten um die Ohren. Die Mannen kommen überfallartig, bewaffnet mit Stromäxten, schlagen sie erbarmungslos zu und machen fette Beute unter den Fans.
Die Limited Boost Boys sind mit ihren freien, tätowierten Oberkörpern und Schottenröcken für beide Geschlechter ein Augen- und Ohrenweide. Knallharte Riffs und aussagekräftige Texte, dazu eine pyronale Show, also da gehen viele, da wird viel abgefeuert da, ne? Für alle ein mitreißendes Vergnügen. Ich habe die Limited Boost Boys noch nicht live gesehen, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu berichten, ja. Aber die treten halt tatsächlich mit freien Oberkörpern und Schottenröcken auf, ja. Behaltet dieses Bild mal in eurem Kopf. Ich glaube, einer von den Jungs verkleidet sich sogar auf der Bühne als Mönch. Behaltet das mal im Kopf und vergleicht das mal ab mit der Aussage, die ich dann gleich noch komme. Es wird nämlich gleich noch ganz schön heftig, Leute. Erstmal kommen wir aber zu den Musikern an sich. Am Mikro, Keyboard, Mundharmonika und Akkordeon haben wir den guten Tom. Frontsau Tom ist einer der Mitbegründer der Limited Boost Boys. Eigentlich viel besser am Schlagzeug als am Gesang aufgehoben, doch als brüllender Frontmann wollen wir ihn nicht missen. Die vielen Konzerte gehen auch an ihm nicht spurlos vorbei. Bierbauch ist im Kommen. So muss das, ne? Würde ich mal sagen. Dann haben wir hier Copy, das ist der Gitarrist und Background Vocals wohl, ne? Aktivist der ersten Stunde bei den Limited Boost Boys. Schon seine Mutti sagte, er solle doch im Blasorchester zu Tröbnitz bleiben und sich nicht mit den Hottentotten einlassen. Das ist ja witzig, ja. Weil wenn ich meine Metal-Mucke damals aufgetreten habe als Kind, hat meine Mutter auch gesagt, mach die Hottentotten-Musik aus. Aber es half nichts, er ist immer schlecht gelaunt und nett zu jedem Tontechniker. So, dann haben wir hier an der Bassgitarre und Gesang Jakob V, Jungdynami, Schrampensau am Bass. Mehr steht da nicht. Und dann haben wir hier noch Wanze, das ist der Schlagzeuger, spielt aber auch Mandoline und ja, singt natürlich auch ein bisschen mit im Chorus, ne? Man kennt ihn auch, man nennt ihn auch Carla Sandala. Wanze sieht man seine wahre Größe nicht gleich an, doch wenn er erstmal hinter seinen Drums sitzt, gibt es für ihn keinen Halten mehr. Dieser Mann ist für uns der Hammer. So, das zur Band Musik-Hintergrund-Geschichte, ja, dann noch vielleicht ein bisschen diskografiemäßig. 2007 erschien das Album Sex, Booze and Rock'n'Roll, 2009 das Album 10 Years, dann 2014 Death or Glory, die ich überhaupt nicht habe und auch gar nicht kenne, kann ich also überhaupt nichts zu sagen. Und ja, dann gab es noch eine Live, weiß ich nicht, was ist das, eine DVD oder eine CD? Das ist so ein gutes Booklet, sieht aus wie, dieses Umverpackungsding sieht aus wie eine DVD-Hülle, aber egal, Summer of Booze Live. Jedenfalls, ne? Und dann gibt es jetzt eben aktuell 20 Years Fast and Loud von den Limited Boost Boys, das aktuelle Album und 20-jährige Bandjubiläum. So, wie gesagt, ich habe dann so ein bisschen rumgegoogelt und so und dann fand ich dann plötzlich eine Homepage und ich weiß jetzt nicht, ob einer von den Limited Boost Boys Jungs dieses Video hier guckt. Vielleicht schlagt ihr jetzt hier die Hände über den Kopf zusammen, oh mein Gott, nicht die, ich weiß es nicht, denn die Homepage, um die es geht, heißt Recherche und Aktion Berlin. Könnt ihr euch auch gerne mal googeln, das Ganze. Ja, was mich da interessieren würde, ist, warum hat die Seite kein Impressum? Wie unseriös ist das denn? Ist das nicht sogar illegal, eine Homepage zu betreiben, ohne ein Impressum dazu zu veröffentlichen? Ich habe keins gefunden. Ja, so, und da haben wir folgenden Artikel. Also jetzt kommt einiges, was ich jetzt hier vorlesen werde. Ne? Nicht nur diesen Artikel, sondern auch ein paar andere Sachen, die ich noch weiter im Netz gefunden habe. Denn ich habe daraufhin weitergesucht. Und ich lese das jetzt hier knallhart alles vor. Tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen dauert. Ihr hört ja gerne Sabbel-Videos von mir, aber wenn ihr euch über die Band wirklich tief informieren wollt, hört ihr mir jetzt gut zu, ja. Allerdings betrachtet das Ganze auch immer kritisch. Wir wissen ja nicht, welches Geisteskind diesen Beitrag hier jetzt geschrieben hat. Aber es gibt auch noch zwei Stellungnahmen der Band selbst, die ich auch verlesen werde. So, jedenfalls habe ich zwei nur gefunden. Also erstmal der Artikel vom Ende einer unpolitischen Band, Limited Boost Boys. Ja, das wird witzig. Am 11. April 2015 feiert die Berliner, also das ist ein bisschen älterer, der ist von vor 4 Jahren, aber naja. Am 11. April 2015 feiert der Berliner Metal Club Blackland am aktuellen Standort in der Lilli-Henoch-Straße in Berlin-Prenzlauer Berg sein 5-jähriges Bestehen. Als Headliner wird die Band Limited Boost Boys aus Thüringen angekündigt. Die Band ist umstritten, spätestens seit bekannt wurde, dass ihr langjähriger Gitarrist Henning Heid, der jetzt hier jedenfalls nicht aktiv dabei ist, ja, in den 1990er Jahren zum Kern der Jenaer Neonazi-Szene gehörte und dass gegen ihn im Zusammenhang mit dem Untertauchen des NSU-Trios ermittelt wurde. Weitere Bilder zeigten Mitglieder der Band mit Neonazi-Tattoos und Bekleidung der Nazi-Marke Thor Steiner. Hab ich noch nie von gehört, aber ich kenne mich da auch nicht aus. Ich bin,
bin ja nicht in der rechten Szene aktiv. So, nachdem einige Auftritte der Band aufgrund der im Raum stehenden Vorwürfe abgesagt wurden, verließ der Gitarrist die Band. Die verbliebenen Booze Boys stellen sich seitdem als Opfer einer Verleumdungskampagne dar und waschen ihre Hände in Unschuld. Das finde ich schon mal einen richtig geilen Satz. Die stellen sich seitdem als Opfer dar. Ja? Vielleicht ist es ja auch so. Ich meine, es wird schon mal von vornherein gleich der Fakt aus dem Weg geräumt, dass es dann auch mal die Wahrheit sein könnte. Ja, das ist schon mal so ein bisschen komisch geschrieben, muss ich sagen. Ein Blick auf die Aussagen der Bandmitglieder bis heute im Internet verbreiten. Was nochmal? Ein Blick auf die Aussagen, die Bandmitglieder bis heute im Internet verbreiten, zeigt jedoch, dass offener Rassismus und völkisches Denken zum gängigen Meinungsbild gehören. So schrieb Bandbassist Harty kürzlich die Politiker, also in Anführungszeichen, also jetzt kommt ein Zitat von dem Bassisten Harty. Die Politverbrecher wollen das deutsche Volk und die gesamte weiße Rasse ausrotten, weil sie selbst dafür zu feige und zu unfähig sind, holen sie die Mörderbanden aus der ganzen Welt nach Europa. Krasses Statement, ja? Hat der gute Harty auf seinem Facebook offenbar gepostet. Ja. Ist nicht toll. Was interessiert mich das als Musikfan? Was betrifft das die Band Limited Booze Boys, was der privat geschissen hat? Ja. Ich meine, weitere Beispiele kann ich ja spontan nennen. Zum Beispiel, was ist denn jetzt mit Carl Logan? Ich meine, der hat jahrelang bei Manowar gespielt und ist offenbar ein Pedo. Ich habe gar nicht auf dem Schirm, was da aktuell der Stand der Dinge ist. Ermittlungstechnisch. Müsste ich mal googeln. Habe ich jetzt länger nicht getan. Ja, deswegen ist Manowar jetzt eine Pedo-Band. Komplett. Alles, was sie jemals gemacht haben, wo Carl Logan dabei ist, unterstützt Pädophilismus. Oder wie sagt man dazu? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist das dann so? Ja. Gary Glitter war auch ein Pedo. Darf man sich die Musik von dem jetzt nicht mehr anhören? Die jahrelangen Nummer 1-Hit-Erfolge, die er hatte? Ist das so? Darf ich kein Lovecraft mehr lesen, weil das ein scheiß Rassist war? Irgendwann anno 1900 schieß mich tot? Zum Beispiel? Ja. Warte mal, ich habe mir hier noch was weiteres notiert, glaube ich. Ja, Ted Nugent, den gibt's ja auch noch, ne? Das ist auch ein geiler Rockmusiker, den ich schon lange höre, schon seit Kindheitstagen an, mit Songs wie Gonzo, Cat Scratch Fever oder Weekend Warrior und ähnliche Songs. Ich hatte mal so ein Best-of von dem. Und ich mag den auch bis heute noch, macht guten Southern Rock, Hard Rock, ja. Das ist aber ein Waffennarr und irgendwie auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der auch ein bisschen rassistisch ist, ich habe mich da jetzt nicht so tief mit beschäftigt, aber der ist wohl privat ziemlich meh. Ja, ist mir doch egal. Ich darf auch kein Tom Cruise und jetzt gucke ich nicht auf den Namen von ihm. John Travolta und kein Will Smith mehr gucken, weil er immer irgendwie so ein bisschen Scientology mitschwimmt oder was. Ist mir egal, Leute. Lernt endlich Kunst von der Privatperson zu trennen. Ja? Nein, wir schreiben ganze wütende Artikel dagegen. Als wäre Limited Booze Boys eine Band, die auf ihre Covers nur Hakenkreuze presst, in Deutsch singt und Ausländer raus in jedem Song schreit. Was sie ja nicht tun. Also, solange die Gelder, die die Band hier mit einnimmt, nicht in entsprechende rechte Organisationen fließt und die damit gefördert werden, ja, habe ich da überhaupt keine Schmerzen mit. Was der Typ da privat macht, ist immer noch Wurst. Ich muss den ja nicht lieb haben. Weil ich deren Musik höre, will ich den Typen ja nicht von hinten ficken oder was. Also ehrlich mal. Gut, okay, also weiter. Ein Blick auf die Aussagen der Bandmitglieder bis heute im Internet. Achso, da war ich ja schon, ne? Habe ich den ganzen Absatz schon gelesen? Ach genau, das Statement. So, Statements dieser Art finden sich auch in den öffentlichen Aussagen weiterer Bandmitglieder. Auch das Blackland. Wo? Quelle? Welche Statements? Hier steht nichts. Hier wird jetzt unterstellt, Statements dieser Art finden sich auch in den öffentlichen Aussagen weiterer Bandmitglieder. Quellenangaben, Aussagen, Beweise. Wo sind die Sachen hier? Solange ihr mir das hier nicht zeigt, glaube ich euch das auch nicht. Ganz einfach. Ich bin ein Mensch, der an Fakten glaubt und nicht an das, was ihr mir erzählen wollt. Ja, so. Ich finde mit dem Faden hier. Das ist ja ganz besonders. Naja, okay, ganz besonders toll heute wieder. Ach genau, Statements dieser Art. Auch das Blackland stand seit seiner Eröffnung bereits mehrfach wegen seiner fehlenden Abgrenzung nach rechts in der Kritik. Warum die Distanzierung der Limited Booze Boys zur rechten Szene unglaubwürdig sind und warum die Band auch im Jahr 2015 noch immer untragbar ist, soll im Folgenden dargelegt werden. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, Limited Booze Boys, eine Mischung aus Hard Rock und Oi im Schottenrock. Da weiß man schon mal jemand offenbar nicht, was Oi ist. Ja, das ist nämlich nicht rechtsradikal. Das ist, glaube ich, hier Hooligan-Kram, oder?
Naja. Die Band Limited Boost Boys wurde 1999 im thüringischen Stadtroda um Sänger Tom Kroneberger, damals Schlagzeug, Leadgitarrist Henning Heid, Gitarrist. Moment mal, ich denke, Henning hat Bass gespielt. Ich bin verwirrt, naja. Gitarrist Mirko Koppi und Bassist Frank Langemann. Ach, der heißt jetzt Frank Langemann, oder Langmann. Gegründet, egal. Später stieß Andreas Kretschmer hinzu, in Klammern Wanze, der das Schlagzeug übernahm. Nachdem Gründungsmitglied Langmann die Band verließ, wurde er durch Jens Hartmann ersetzt, Harty. Mit einer Mischung aus Metal, Hardrock und Oi untermalt durch meist englische Texte, haben die auch deutsch gesungen, weiß ich jetzt nicht, thematisch von Kampf, Zusammenhalt und nordischen Mythologie, ja, oh Gott, Leif Erikson, der alte Nazi. Er spielte sich die Band im Laufe der Jahre über zahlreiche Auftritte eine gewachsene Fangemeinde. Ja, na und, ist doch okay. Neben provinziellen Jugendclubs mit Metal- und Deutschrock, in Anführungszeichen Deutschrock-Festivals, zielen auch Bikertreffen und die Clubhäuser diverser Motorradclubs zu den bevorzugten Auftrittsgelegenheiten der Band. Der martialische Habitus, oberkörperfrei, Schottenrock und schwere Stiefel scheint beim Publikum gut anzukommen. Ja, was, wer kennt es nicht, die Schottenrock tragenden Nazis, die überall rumlaufen mit ihren freien Oberkörpern. Ne? Übrigens hier diese komische Thor Steiner Markenfirma, die ja offenbar nur Nazi-Artikel verkauft, ja. Warum verkaufen die Schottenröcke? Was hat das mit Nazis zu tun? Sind die Schotten jetzt auch schon Nazis oder so? War Nazi Schotte? War Hitler Schotte oder was? Oder wie? Ach, was weiß ich nicht. Gut. So, trotzdem war das Jahr 2012 für die Band kein gutes. Eine Reihe von Enthüllungen führte dazu, dass zuerst der rechte Hintergrund Henning Heitz und schließlich auch das Auftreten weiterer Bandmitglieder zunehmend in der Kritik standen. So, und jetzt kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6 entsprechende Beispiele. Der erste, ein kurzhaariger Bombenbastler. Thüringens Neonazi-Szene der 1990er Jahre, eine Revision. Dass die Boost Boys von ihrer vermeintlichen Vergangenheit eingeholt wurden, stand in einem direkten Zusammenhang mit der Selbstenttarnung des nationalistischen Untergrundes NSU im November 2011. Der neonazistische Terrorkomplex, dessen Tragweite bis heute kaum ausreichend erfasst wurde, erzeugte auch in Thüringen ein öffentliches Interesse daran, die Geschichte des regionalen Neonazismus der 1990er Jahre und den Umgang staatlicher Institutionen einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Wöchentlich kamen neue Details über Ignoranz und die Verstrickung der Sicherheitsbehörden ans Licht. Ende 2011 berief der Freistaat Thüringen die sogenannte Schäfer-Kommission ein, um mögliche Fehler der Thüringer Sicherheits- und Justizbehörden bei der Aufklärung der Verfolgung der dem NSU und im verbundenen Netzwerke zugerechten Straftaten zu untersuchen. Aber auch die vermehrten Funde von Sprengstoff bei Neonazis, zu denen es seit den frühen 1990er Jahren in Thüringen und insbesondere in Jena und Umgebung gekommen war, wurden noch einmal gründlicher beleuchtet. Die Kofferbombe vom Theaterplatz Jena 1997. In diesem Zusammenhang fiel der Name Henning Heid. Es wurde bekannt, dass gegen Heid im Jahre 1997 mit Beate Schöpfe, Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt sowie weiteren Führungsfiguren der Jenaer Kameradschaftsszene wegen der Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens ermittelt wurde. Konkret ging es um die zu ermittelnde Urheberschaft einer mit einem Hakenkreuz bemalten und mit TNT gefüllten Kofferbombe, die am 2. September 1997 am Jena Theaterplatz aufgefunden wurde. Die Kofferbombe, da ist auch ein Bild hier zu sehen, aber ihr könnt es ja selber googeln. Ne? Ich hab die Homepage ja eingangs genannt. Viele Artikel gibt es da nicht auf der Page. Ja, eine Handvoll. Ja. Henning Heind, der Neonazi mit der Rohrbombe, Stadtroda 1997. Wisst ihr was, lest euch die Scheiße selber durch, ey. Ja, also das ist alles von 1997. Ich meine, die Band hat, was hatte ich gerade vorgelesen, das erste Album war 2007, 10 Jahre später. Was interessiert mich, was der da mal irgendwann in seiner Jugend gemacht hat? Das hat doch keinen Bezug auf die Musik der Band, in der er später mal gespielt hat. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass man sich jetzt auch von dem Guten dann wohl getrennt hat, oder nicht?
Ich weiß auch nicht. So, Henning Hyde, der Neonazi und die Karte mit der Anschlagzielen. Der Fortgang der Ermittlungen 97 bis 2003, wie eingangs erwähnt, wurde zwischenzeitlich nicht nur wegen der Rohrbombe aus Hyde's eigener Wohnung gegen ihn ermittelt, sondern wer hat eine Rohrbombe in der Wohnung? Was hat das mit der Musik der Band zu tun? Alter, hat er gesungen, hier, ich habe eine Rohrbombe, ich steck sie euch in den Arsch oder was? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, ein unpolitischer Neuanfang. Die Limited Boost Boys 1999, also 2 Jahre nach dem Bombendings da. Im Sommer des Jahres 1999 gehört Hyde zu den Gründungsmitgliedern der Limited Boost Boys. Über 15 Jahre wird gemeinsam mit Sänger Tom Kronenberger und Bassist Mirko Kopper musiziert. Hydes Bombenbauaktivitäten sind den anderen dabei nachweislich bekannt. So wird Hyde im Jahre 2004 auf der damaligen Band-Webseite bei Bildern zu einem Konzert im ostthüringischen Zeitz öffentlich als kurzhaariger Bombenbastler betitelt. Auch das in seinen Nacken gestochene gleichschenklige Keltenkreuz, ist auch ein Bild zu sehen. Das ist einfach so ein Kreuz mit einem Kreis rum oder was? Ist das gemeint da? Kann ich schwer erkennen. Ich schätze mal, wenn ich jetzt draufklicke, wird es größer. Da muss ich aber wieder zurückklicken, dann bin ich wieder am oberen Teil des Artikels, vermute ich mal. Da habe ich keine Lust, wieder runter zu scrollen. Aber man sieht das recht gut hier auf dem Bild. In Deutschland strafbares Symbol der White Power Bewegung. Braucht Hyde im Laufe der Jahre nicht zu verstecken. Was dem flüchtigen Publikum während der Sets oberkörperfrei gespielte Auftritte womöglich nicht ins Auge gesprungen sein mag, dürfte den langjährigen Bandkollegen Heitz hingegen nicht entgangen sein. Als die also ganz ehrlich, wenn ich jetzt in der Band spielen anfangen würde, jetzt neu, ja, und da hätte jemand dieses Symbol auf dem Nacken, ich hätte nicht die geringste Ahnung, was das für ein Symbol ist. Ist so. Ich hätte das jetzt nicht erkannt, dieses Symbol. Nennt mich dumm oder hier. Mit fehlendem kulturellen Wissen oder was? Ich hätte es nicht bemerkt. Ja. Erstmal jetzt, wo ich das weiß, ja, okay. Werde ich mir aber auch nicht merken können. 2 Wochen später habe ich es auch wieder vergessen, wie das aussah. Ja. Gut, aber egal. Das tut ja jetzt nichts zu den Fakten, die hier stehen. Was dem flüchtigen Publikum, bla 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 bla, ins Auge gesprungen sein, den langjährigen Bandkollegen Hyde hingegen nicht ergangen sein. So, als die Staatsanwaltschaft Gera im Jahre 2003 die Ermittlungen gegen Hyde wegen Planung eines Explosivverbrechens endgültig einstellte, war dieser, ja, warum haben sie das denn eingestellt? Das steht hier ja auch nicht. War dieser bereits 4 Jahre lang Mitglied der Limited Boost Boys und hatte bereits 2 Tonträger mit ihnen zusammen veröffentlicht. Okay, ja, dann muss ich die CD jetzt leider wegschmeißen. Ich meine, ich weiß nicht, ist er hier mit bei oder nicht? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich habe die ja gerade vorgelesen. Ach, egal, ja. Abgesehen davon, ja, der hat da 2 Alben mit denen eingespielt. Und nun, ja, es wird auf diesen Alben irgendwelche Propaganda betrieben bezüglich seiner Ideologien. Also nutzt er die Band und die Musik dieser Band, um seine Ideologien in die Welt herauszukreischen, wie irgendwelche NS-Black-Metal-Bands? Oder Rechtsrock par excellence, ja? Ja? Denn hier, beweisen. Hier, ich will die Texte sehen, Leute. Ja, beweist mir, dass die Limited Boost Boys, die Band Limited Boost Boys, Rechtsrock sind. Und schreibt es nicht einfach. Aber euch geht es ja darum, wer dabei ist und was er damals mal in seiner Vergangenheit gemacht hat. Und ihr könnt es nicht trennen, Kunst und den Menschen dazu. Noch im gleichen Monat folgt eine erste Konzertabsage im Jugendhaus Neukirch. Ja, die können das auch nicht trennen. In der Folge sieht sich Tom Kroneberger zu einer Stellungnahme genötigt. Die verlese ich dann auch gleich noch. Kroneberger, der auch in der Folge als Sprachrohr der Band fungiert, erklärt, dass Hyde sich mehrfach von seinem Fehltritt, entstanden durch falschen Umgang, distanziert habe. So, jetzt möchte ich euch dazu meine private Geschichte erzählen. Ne? Ich meine, ich kann ja jetzt auch, nehmen wir jetzt mal an, Breitseite läuft weiter, ja? Und das funktioniert und das geht durch die Decke sogar, weiß man ja nicht, ja? Und wird total erfolgreich und wir verkaufen Scheibe nach Scheibe und in hohem Alter kann ich noch auf der Bühne stehen und ganz viele Leute begeistern. Und dann kommt irgendwann so ein kleiner Pisser ohne Leben daher und gräbt ganz tief in der Vergangenheit und findet raus, dass mein Bruder mal ein halbes Jahr in der Neonazi-Szene unterwegs war. Und man stelle sich jetzt noch dazu vor, er wäre damals dumm genug gewesen, sich irgendein komisches Symbol von denen auf die Haut tätowieren zu lassen. Was du nicht mehr los wirst, außer ja, okay, mittlerweile gibt es ja Mittel und Wege offenbar. Ja. Und das wird jetzt dann halt eben rausgekramt und schon ist bereits eine komplette Rechtsrockband, die du dir nie wieder anhören darfst. Die alten Werke nicht, die neuen Werke nicht, aktuell ist nicht. Und wenn wir dann auch noch 1000 Millionen mal sagen, das wäre überhaupt nichts mit zu tun haben, ob mein Bruder einfach damals dumm war und auch gemerkt hat in der Zeit, in der er da war, ach du Scheiße, was geht denn hier ab, wie sind die denn alle drauf und sich davon dann sofort wieder distanziert hat nach kurzer Zeit. Ja.
Ja, sind wir plötzlich eine Nazi-Band. Und da haben wir bestimmt alle Bock drauf. Das habe ich jetzt schon mal vorausgelegt. Ihr könnt ja euch gleich einen Stempel für uns draufklatschen. Klatschen in Zukunft. So ein Unsinn, ey. Ohne Scheiß. Ich finde das so traurig, dass immer auf so Kleinigkeiten rumgetrampelt wird, ja. Gut. Viel krasser finde ich das dann schon, wenn jemand hergeht und verurteilt, jemanden umgebracht hat und dann trotzdem erfolgreich Scheiben verkauft und gefeiert wird. Da haben kein Mensch der Welt hat damit ein Problem. Es wird sogar verfilmt und gefeiert. Gut. Ja, wo war ich jetzt? Falsch immer distanziert habe. Außerdem behauptet er, dass die restlichen Bandmitglieder in ihrem Leben mit der rechten Szene nichts zu tun gehabt hätten. Das wäre bei uns dann ja auch der Fall. Ne? Auf der links unten in die Media.org veröffentlichte Bericht hätte keine Fakten über die restlichen Bandmitglieder erbringen können, die eine Beziehung zur hiesigen rechten Szene offenbaren würden. Ja. Und solange das nicht bewiesen ist, ist das auch nicht bewiesen. Ganz einfach. Liefert die Fakten? Okay. Habt ihr keine Fakten, könnt ihr alles erzählen. Könnt ihr auch behaupten, das sind Marsianer. Meine Fresse. So, kein Problem mit rechtem Lifestyle. So findet Kroneberger auch eine recht eigenwillige Erklärung für das Tragen von Thor Steiner-Klamotten. Auf links unten in die Media.org werde Bezug auf Textilien, die einzelne von uns tragen, genommen. Und gemutmaßt, dass diese rechte Klamotten wären. Von jeher haben linke Punks Bomberjacken der Marke Alpha Industries getragen. Diese Marke ist in der aktuellen Quelle-Katalogmode zu erhalten. Ebenso geht meiner Meinung nach keine Gefahr von einer von mir getragenen Thor Steiner Jacke aus. Ich lehne es grundsätzlich ab, über meinen persönlichen Kleidungsgeschmack in eine politische Ecke gedrückt zu werden. Finde ich übrigens auch ziemlich albern, ja. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das aussieht mit diesem Thor Steiner Label oder was das da ist. Ob die dann die Einnahmen, die sie machen, keine Ahnung, in die NPD stecken oder so. Oder irgendwelche rechten Veranstaltungen oder rechte Aufstände damit finanzieren, ja. Dann sollte man vielleicht dann langsam mal die Bremse ziehen. Da sollte man vielleicht aber auch einfach mal den Laden schließen, oder? Man wird davon abgesehen. Nun mag es durchaus möglich sein, dass der ein oder andere Punk Gefallen an Jacken von Alpha Industries findet. Was dies jedoch mit den Implikationen einer Marke à la Thor Steiner zu tun haben soll, die es definitiv nicht im Quellekatalog zu erhalten gibt, bleibt dennoch völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ach, es mag schon sein, dass der eine oder andere Punk Gefallen an sowas findet. Das kann ja schon mal sein. Das ist dann natürlich überhaupt nicht schlimm. Nein, nein. Aber immerhin gibt das Thor Steiner nicht im Quellekatalog, also ist das viel, viel böser. Das ist. Ich höre auf mit der Seite hier, ehrlich, ohne Scheiß. Das ist hier der pure Strohmann-Bullshit. Ja? Aber ich möchte Ihnen ganz gerne noch die Statements vorlesen. Ja? Tom Kroneberger schrieb: Statement zu den Vorwürfen der links unten Homepage Server sitzt Brasilien, Impressum verschleiert. Ich, Tom Kroneberger, Sänger der Band Limited Boost Boys, möchte hiermit öffentlich Stellung nehmen zu den Vorwürfen des links unten in die Music.org-Berichtes. Vorab möchte ich mitteilen, dass meine Stellungnahme zu den Vorwürfen auf besagter Seite gesperrt wurde. Ach, guck mal einer an. Wir, die Limited Boost Boys, distanzieren uns von jeglicher rechten sowie extremen Gesinnung. Ebenso beinhaltet unsere Musik sowie unsere Show nichts Verbotenes oder Verfassungsfeindliches. In dem Statement von links unten wird auf keinen einzigen unserer Texte eingegangen und nicht erwähnt, dass unser Drummer ein 55-jähriger Grieche ist und somit absolut nicht in das Bild einer Nazi-Band passen würde. Ebenso wenige Fakten konnten gegen die anderen vier Bandmitglieder erbracht werden, die eine Beziehung zur hiesigen rechten Szene offenbaren würden. Einzig Henning Hyde hat vor Gründung der Band Limited Boost Boys vor fast 20 Jahren eine Straftat begangen. Er wurde damals auf Bewährung verurteilt. Okay. Henning Hyde hat sich schon mehrfach von diesem Fehltritt entstanden durch falschen Umgang distanziert. Er hatte damals Kontakt zu Personen aus dem Umfeld der Jenaer Terrorzelle. Alle Angaben in dem Bericht darüber sind Mutmaßungen. Alle anderen Bandmitglieder, einschließlich meiner Person, sind in ihrem Leben noch nicht straffällig geworden und haben mit der rechten Szene nichts zu tun gehabt. Ich verstehe gerade jede dieser
Also ich verstehe hier gerade jetzt diese Hetzjagd auf uns nicht, als Band nicht, da es in den 13 Jahren Bandgeschichte bei unseren Konzerten keinerlei gewalttätige Auseinandersetzungen gab. Unsere CDs werden erfolgreich vom Spiegel vertrieben, von Amazon sowie vom Mediamarkt und ähnlichen vertrieben. Ebenso hätten wir nicht teilweise 40 Konzerte im Jahr, wenn unsere Gesinnung in irgendeiner Weise extrem entartet wäre. Ich habe übrigens schon Poster gesehen, ich habe mal rumgescrollt auf der, na sag schnell, Facebook-Seite von der Limited Boost Boys, runtergescrollt, runtergescrollt, wirklich eine Stunde lang runtergescrollt, bis runter vor 2 Jahren Beiträge. Die sind auch aufgetreten, zusammen mit den Extremo und hier, wie heißt sie jetzt, hier, Rose Tattoo. Ja, die würden bestimmt nicht mit, das sind, ich meine, das sind richtig große Bands und die spielen bestimmt nicht mit einer Rechtsrockband. Und das Management von diesen Bands, die werden da schon ein Auge drauf haben, mit wem die auf der Bühne stehen, Freunde. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Gut. Hier eine Liste zahlreicher Konzerte gegen rechts, die wir als Podium nutzten. Open Air, Rock gegen rechts, Saalfeld mit She King, Morgenrot, 9 mm, Millimeter? Krawallbrüder am 15.08.2008. Zeitschuppen gegen rechts und 9 mm und Morgenrot am 8.11.2008. Don't Touch Event Königs Wusterhausen am 2.8.2008 Benefizkonzert. 23.05.2008 Audi Gast Open Air gegen rechts mit Crushing Caspars. Von denen hatte ich auch mal eine Scheibe von den Crushing Caspars. Gott, das ist auch schon ewig hier. Wo habe ich die überhaupt? 31.07.2009 Sauberg Open Air Ehrenfrieders. Ach du meine Güte. Ehrenfriedersdorf Rock gegen rechts. Warum heißen die Orte nicht einfach Stadt? Naja, egal. gegen rechts Propane, Crushing Caspars nochmal und Engel im Zivil. Und Rock gegen Nazis am 10.11.2011 in Zeitz-Bergisdorf mit Morgenrot und Mexican Standoff. Und da heißt es dann natürlich dann wieder, dann wird mir ja der Strohmann ausgepackt und dann wird natürlich dann wieder gesagt, ja, dass die da auftreten, ist ja nur Show, um das Image zu verschleiern. Ne? Weil man will ja natürlich nicht sich wegnehmen lassen, dass man da was zu meckern hat. Aber gut, dies sind nur einige Konzerte, bei denen wir uns gegen rechts ausgesprochen haben. Es wird in Bezug auf Textilien die einzelnen von uns genommen und gemutmaßt, dass diese rechte Klamotten wären. Von jeher haben linke Punks, das habe ich hier gerade eben schon gelesen, Alpha Industries, ja, bla bla bla. Gut. Ebenso wenig fühle ich mich verantwortlich für ein Tattoo unseres Roadies. Ein Finger mit einem Buchstaben L. Dieses Tattoo ist weit vor unserer Zusammenarbeit mit besagtem Roadie entstanden. Es ist sehr leicht, eine medienwirksame Suggestion zu erschaffen, indem man ein Bild von mir neben das Bild einer Kofferbombe beschmiert mit einem Hakenkreuz setzt, wodurch jeder Leser in die Irre geleitet wird, welche aber nicht der Realität entspricht. Wirklich, so ein Bild gibt es? Alter, okay. Ich nannte einmal ein Konzert das Festival des politischen Liedes, weil damals eine ähnliche Debatte gegen die Textilmarke Alpha Industries geführt wurde. Allerdings sollten die Älteren wissen, dass ich hier auf den legendären Oktoberclub der DDR hinweisen wollte. Marxismus, Leninismus. Eigentlich genau die andere politische Richtung. Die Mitglieder unserer Band machen Musik aus Leidenschaft, sind alle im Durchschnitt zwischen 40 und 55 Jahren. Ich hoffe, dass wir einfach durch unsere Musik und Texte und unsere Show überzeugen können, wie wir seit 13 Jahren bei unzähligen Konzerten überzeugt haben. Vielen Dank, Tom Kroneberger, Limited Booze Boys. So, dann habe ich hier noch, ja, nee, also ich glaube, die Seite Recherche und Aktion, die können wir uns sparen. Eine Seite ohne Impressum und mit solchen Strohmann-Argumenten hat sich selbst disqualifiziert, argumentatorisch. So, dann habe ich noch gefunden ein Statement von einem Politiker der SPD. Ja, nur mal jetzt mal so, um mal das zu hören, was dann so jemand dazu sagt, ja. Der Artikel oder die Überschrift des Artikelteils ist Bauchschmerzen mit der Band. Am 9. Dezember spielten die Limited Boost Boys unter dem Motto Wild Christmas für den Motorradclub Born to be Wild vor bis zu 450 Gästen im Kaminwerk in Memmingen. Wie im Vorjahr hatten die Rocker das Kulturzentrum für ihre Weihnachtsfeier angemietet. Eine Fremdveranstaltung stellt Matthias Ressler auf telefonische Anfrage am Nachmittag vor dem Konzert klar. Ressler ist erster Vorsitzender des Vereins hinter dem Kaminwerk und sitzt für die SPD im Stadtrat Memmingen. So.
Wir sind da durchaus sensibel, was das Thema angeht, und ich habe mich nicht ganz ohne Bauchschmerzen mit der Band befasst, meint Ressler. Allerdings sei der damalige Gitarrist ja nicht mehr dabei. Und auf der anderen Seite, die Band positioniert sich so, dass sie sich unpolitisch darstellt. Die Band habe ein schriftliches Statement abgeliefert und dem Kaminwerk versichert, mit Rechtsextremismus nichts zu tun zu haben. Ist ja auch so. Hört euch die Texte noch an. Ja? Ich komme sogar noch zu den Texten teilweise nachher. Könnt ihr entscheiden, wie rechtsradikal das ist. Es geht eher in eine andere extreme Richtung, ja, aber kommen wir dazu. Auf Nachfrage beim Verfassungsschutz seien dem Kulturverein keine Erkenntnisse über einen rechtsradikalen Hintergrund der Band mitgeteilt worden. Wenn der Verfassungsschutz da nichts gegen sagt, wo ist dann das Problem? Es ist nichts Verfassungswidriges hier, was hier passiert, offenbar. Im Zweifel muss ich das eben glauben, sagt Ressler. Man könne den Bandmitgliedern ja nicht in die Köpfe sehen. So hätte er keine Handhabe, die Band auszuladen. Schade, was? Mal wieder davon abgesehen, dass hier die Trennung Privatperson und Kunst, also Band, nicht stattfindet, offenbar. Oder oft genug nicht stattgefunden hat. So, und dann habe ich hier noch einen interessanten Artikel gefunden auf der Seite Bikes, Music und More. Das ist so eine allgemeine Biker-Szene, Musikszene-Seite, Lifestyle und sowas machen die auch und so. Und den fand ich wirklich gut geschrieben und das mache ich jetzt zum Abschluss noch und dann kommen wir auf die Scheibe hier zu sprechen. So, das lese ich jetzt aber wirklich vor, das Ding, weil das ist wirklich gut geschrieben, finde ich. Brisantes, Limited Booze Boys vor dem Aus. Der Artikel ist vom 26. März 2014. Also gar nicht so lange her, 4 Jährchen. Ne? Heute komme ich zu einem außerordentlich sensiblen Thema und ganz ehrlich, ich habe lange überlegt, ob ich diese Nummer zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich angehe, da jede positiv anmutende Veröffentlichung über diese Band eventuell sehr schnell linke Kräfte mobilisiert und auch uns, also diese Homepage hier, ja, in die rechte Ecke drängen könnte. Das ist nun mal eben so, ja, sobald du dich solidarisierst mit etwas, selbst wenn es nur vermeintlich rechts ist, sobald du dich damit solidarisierst, bist du ein Nazi. In den Köpfen mancher verdrehter Gehirne da oben jedenfalls. So. Als Rocker muss man da verdammt vorsichtig sein, denn diese Leute agieren ebenso hartnäckig gegen die MC-Szene, also Motorradclub ist damit wohl gemeint, ja. Meistens undifferenziert und selten objektiv. Schlussendlich sehe ich mich jedoch in der Position, dass der Verzicht auf diesen Artikel aus taktischen Gründen einer Kapitulation gleichkommt. Da ich in keinster Weise radikal nationalistisch eingestellt bin und in meinem Keller auch keine Leichen aus der Vergangenheit liegen, in einen Bezug auch nur ansatzweise herstellen lassen, versuchen wir die Nummer mal an dieser Stelle aufzubröseln. Das klingt schon fast, als hätte ich hier natürlich geschrieben. Der Hintergrund, ich habe es nicht geschrieben. Ich kenne die Band ja gar nicht so intensiv. Bis heute. Vor etlichen Monaten hat Indymedia einen Bericht über die Thüringer Rockband Limited Booze Boys veröffentlicht. Hintergrund war der Besuch eines Redakteurs von Metal Insight bei einem ihrer Konzerte. Das Publikum war anscheinend stark von der MC- und Oi-Szene geprägt. Oi bezeichnet einen Musikstil in der Skinhead- und Punk-Szene. Ja? Und vergesst nicht, liebe Kinder, Skinhead nicht gleich rechtsradikal. Skinhead gleich Hooligan. Ja? So. Sein Bericht wurde von Indymedia aufgenommen, um weitere Recherchen bezüglich der Limited Booze Boys anzustrengen. Und siehe da, man wurde fündig. Man fand heraus, dass Leadgitarrist Henning Hyde eine offensichtlich rechte Vergangenheit hat. Es gab Festnahmen, Ermittlungsverfahren und auch Verurteilungen. Hyde räumte allerdings schon weit vor der Veröffentlichung persönliche Fehler ein und distanzierte sich. Okay, das kann ein Scheingefecht gewesen sein, um den mittlerweile doch recht beachtlichen kommerziellen Erfolg der Band nicht zu gefährden. Genauso kann es aber den Tatsachen entsprechen und Hyde hat tatsächlich sein Gedankengut neu sortiert. In jedem Fall sind die Limited Booze Boys in der Rocker-Szene sehr beliebt und gerne gesehene Gäste. Politische Parolen in ihren Texten oder gar auf der Bühne habe ich noch nie vernommen und wurden in den letzten Jahren auch nicht bekannt. Diese auf Indymedia beschriebenen Aktivitäten in der Vergangenheit Heights führten jedoch zu einem regelrechten Shitstorm in den sozialen Medien und infolge des permanenten Drucks entschied sich Hyde, die Band zu verlassen. Nun stehen die Limited Booze Boys quasi vor einem Scherbenhaufen, denn die Bookings nahmen ab und selbst die Zulieferer wollen nicht mehr mit ihnen kooperieren. So. Ich habe da übrigens auch nichts gefunden.
Ja, also ich finde es auch ein bisschen schade, um ehrlich zu sein, dass diese entsprechenden Homepages, die da irgendwie Behauptungen aufstellen, wie das, was ich da gerade vorgelesen habe, in den, also ein Jungsjahr, nicht die Möglichkeit bieten, unten eine Antwortfunktion einzublenden, wo sie sich dann mal mit den Leuten, die vielleicht Ahnung von allem haben und Fakten kennen, auseinandersetzen müssten. Warum gibt es das wohl nicht? Hm? Gut. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Berichterstattung über die bekannte Band Freiwild aus Tirol, die es im letzten Jahr mit fast allen großen Medien zu tun bekam und folglich sogar von der Echo-Verleihung ausgeladen wurde, da etliche Künstler sich nicht mit ihnen auf die Bühne stellen wollten. Das Presse-Echo ist hinlänglich bekannt. Was ist Indie Media? Indie Media ist ein Zusammenschluss von unabhängigen Medienorganisationen und Hunderten von Journalisten und Journalistinnen, die nicht hierarchische, nicht konzerngebundene Berichterstattung leisten. Indie Media ist eine demokratische Medienplattform für die Verbreitung einer radikalen, sorgfältigen und leidenschaftlichen Sicht der Realität. Auszug der Homepage. Harte Zeiten erfordern unabhängige Medien. Indie Media ist ein dezentral organisiertes, weltweites Netzwerk sozialer Bewegungen. Die Plattform indiemedia.org soll diesen Bewegungen die Möglichkeit bieten, frei von staatlichen Kontrollen und kapitalistischen Interessen Berichte, Erfahrungen, Analysen, Träume und Meinungen zu verbreiten. Träume, okay, ja. Um Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Durch Indie Media können wir unsere Geschichte selbst schreiben. Bewegungen müssen Spuren ihrer Leidenschaft für zukünftige Generationen hinterlassen, denn vergessene Kämpfe sind verlorene Kämpfe. Auszug der Homepage. Okay. Ich glaube, bei solchen Dingern würde ich schon aufhören zu lesen. Nee, jetzt ganz ehrlich. Aber gut. Bis jetzt habe ich auf der Homepage vergeblich nach dem Impressum gesucht. Ja, herzlich willkommen im Club. Ich hatte gerade eben auch so eine Seite. Wenn einer von euch dies findet, möge er mir unbedingt einen Tipp geben, denn nach dem Telemediengesetz ist dieses zwingend vorgeschrieben und ich möchte zu gerne erfahren, wer der VISDP ist. Was ist denn VISDP? Die Abkürzung habe ich noch nie gesehen, aber ich bin auch ein bisschen dumm. Gut. Ich stelle ohnehin fest, dass auf Indie Media sehr viele Aktivisten unterwegs sind und das Fehlen eines Impressums würde journalistisch gesehen jeglichen Aktivitäten auf dieser Homepage illegal machen. So. Zum eigentlichen Thema. Ich verfüge nicht über die Recherchekanäle, um an dieser Stelle mit objektiven und beweisbaren Tatsachen den übrig gebliebenen Bandmitgliedern rechtes Gedankengut zu belegen. Ebenso wenig kann ich Henning Heidt absprechen, dass er aus seiner Vergangenheit gelernt hat. Er steht zu dem, was er gemacht hat und räumt dieses als einen individuellen Fehler ein. Er hat die Band verlassen. Daher werde ich den Teufel tun und eine Story konstruieren, nur um den Ball am Laufen zu halten. Ohnehin sind wir ein klar und politisch konzipiertes Magazin und machen uns nur unsere eigenen Gedanken zum Schutz unserer MC-Kultur. Sehr gut. Wo ist die Parallele? Das aktuelle Geschehen um die Limited Boost Boys kann jederzeit in einem MC-ähnlichen oder gar drastischere Konsequenzen nach sich ziehen. Die Medien sprechen schon lange davon, dass die Rockerszene quasi von rechts untergraben wird. Tatsächlich gibt es seitens der Verfassungsschutzes keinerlei relevante Hinweise darauf. Die Beamten reden selber von einem Promillebereich. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass die MC-Szene auch für Leute von rechts interessant ist. Insbesondere dann, wenn sie nicht mehr politisch aktiv sind. Denn auch in dieser Szene gibt es starke persönliche Beziehungen. Statt der Brotherhood ist es die Kameradschaft. Im Gegensatz zu politisch motivierten Gruppen sind MCs jedoch unpolitisch aufgestellt. Die politische Ausrichtung eines Members spielt an sich keine Rolle. Diese Tatsache macht einen MC für Menschen interessant, die nach starken persönlichen Beziehungen suchen. Das will den Menschen außerhalb dieser Szene aber einfach nicht in den Kopf. Das Motto, wenn du nicht gegen rechts bist, dann bist du dafür. Ne? Das ist auch so ein geiler Satz, oder? Was, du bist nicht gegen rechts, dann bist du dafür. Automatisch. Diese Annahme hat sich in der Mitte unserer Gesellschaft dermaßen verankert, dass es immer wieder zu einem völlig überzogenen und undifferenzierten Verhalten in den Medien und bei fast allen politischen Kräften kommt. Bist du einmal in der rechten Schublade drin, kommst du da nicht mehr raus. Gehen wir mal zurück in die Vergangenheit. In den 70ern waren es nämlich insbesondere linke Kräfte, denen ob der Terrorangriffe der RAF dasselbe Schicksal widerfahren ist. Seinerzeit herrschte eine regelrechte Hysterie in der Bevölkerung. Schon die bloße Sympathiebekundung zur linken Szene weckte blankes Entsetzen und rückte den Linken in das Umfeld der RAF. Nun, heute gibt es keine RAF mehr und zudem haben die politisch rechten Kräfte an Bedeutung gewonnen. Dieses drückt sich zwar in
Nee, nicht, sag mal. Dieses drückt sich zwar nicht in den Wahlergebnissen aus, außer bei der einen oder anderen lokalen Wahl. Nein, es drückt sich vehement in den Medien aus. Zudem hat sich in der Republik eine Meinungskultur entwickelt, die an sich jeden publizistischen Mist erlaubt, sofern er gegen rechts gerichtet ist. Ich stelle fest, dass inhaltliche Fehler beim gemeinsamen Kampf gegen rechts absolut hingenommen werden und dem Zweck dienen, Hauptsache die Message stimmt. Wenn also nur ein MC-Member eine rechte Vergangenheit hat, auch diese Fälle gab es bereits, so wird an sich dem gesamten MC eine rechte Basis unterstellt. Und das ist genauso bei Bands. Das ist ein guter Vergleich. Mehrheitliche Belege dazu gibt es allerdings nicht. Somit müssen Einzelfälle herhalten. Wenn also Hyde in der Vergangenheit ein Neonazi war, dann muss die gesamte Band neonazistisch sein. Schwere Worte hier. Für einen alten Hauptschüler. Das würde ja bedeuten, wenn einer aus dem Kreis der Antifa-Gewalt gegen Polizisten befürwortet und auch anwendet, tun es alle aus der linken Community. Was für ein Bullshit. Das ist super geschrieben, ehrlich. Die Folgen für die Band. Kommen wir zurück zur Band Limited Boost Boys. Sie sind im politischen Spielball, zum politischen Spielball geworden. Da sich der Bericht auf Indymedia auf Aspekte von Hydes Vergangenheit bezieht, jedoch die gesamte Band die Konsequenzen erfahren musste, kann man sicherlich von einer Art Rufmord sprechen. Die Existenz der Band ist ohne neuen Gitarristen jedenfalls gefährdet und Bookings sind anscheinend zurückgegangen. Da Indymedia den verbliebenen Mitgliedern an sich nichts nachweisen kann, spricht man von der sogenannten Grauzone. Ein beliebtes journalistisches Mittel, um im Falle eines Recherchefehlers, denn mal gleich etwas weicher zu fallen. Achso. Oh, Ärger. Das ist mir jedoch viel zu dünn. Hinweise auf Wikinger-Tattoos oder keltische Symbole werden genutzt, um die gedankliche Verbindung zur rechten Szene suggestiv darzustellen. Man verweist auf den Körperkult der Nazis und des Germanentum. Na, wenn das so ist, ist ja jeder Rocker ein Nazi. Blödsinn. Frage an euch, das erwähnte Symbol in dem Artikel, den ich gerade eingangs vorgelesen habe, ja, ziemlich eingangs, ist das wirklich ein rechtsradikales Symbol oder ist das ursprünglich ein keltisches Symbol der nordischen Mythologie? Und da hat das deswegen drauf, genau wie ein Thorhammer zum Beispiel. Ist ein Thorhammer dann auch gleich ein Nazi-Symbol vielleicht? Ich weiß es ja nicht. Au! Henning Hyde hat die Band sicherlich nicht verlassen, weil er auf seine musikalischen Gefährten keinen Bock mehr hatte oder sie auf ihn. Er hat diesen Schritt getan, um die Limited Boost Boys zu schützen. Trotzdem denken viele Veranstalter verstärkt darüber nach, ob sie die Männer aus Stadtroda in Zukunft noch buchen werden. Kann man verstehen. Ich möchte jedoch an dieser Stelle explizit darauf verweisen, dass der Autor, der an sich einen Stein ins Rollen brachte, eine komplette Kehrtwende vollzogen hat. Er musste den Konzertbericht löschen und eine Gegendarstellung veröffentlichen. Dort hieß es, liebe Metal Inside Leser, am 28.09.2012 besuchte ich im F-Haus Jena das Konzert von Crushing Caspers, Limited Boost Boys und Jimmy Glitchy. Was für ein Name. Im Verlauf des Abends hatte ich irrtümlich den Eindruck bekommen, dass sich im Publikum Nazis befinden, die insbesondere der Band Limited Boost Boys zusprachen. Um mich hiervon zu distanzieren, verließ ich den Konzertsaal und war der Auffassung, dass es sich bei vielen Fans der Bands oder sogar bei der Band Limited Boost Boys selbst um Nazis handeln musste. Aus diesem Erlebten verfasste ich dann sehr schnell und unüberlegt einen entsprechend falschen Konzertbericht. Nach einer Aufklärung und Recherche musste ich jedoch feststellen, dass ich hier völlig falsch lag. Weder waren unter den Fans Nazis, noch handelt es sich bei der Band Limited Boost Boys um Musiker, die auch nur in irgendeiner Art und Weise hiermit in Verbindung zu bringen sind. Aufgrund dieses Umstandes wird der Konzertbericht gelöscht. Es tut mir sehr leid, wenn hierdurch der Band oder den Fans in irgendeiner Form Unrecht geschah und Aufregung entstand. Ich möchte dieses Posting nutzen, um mich hierfür zu entschuldigen. Alle Redakteure von Metal Inside .de sowie auch die Band Limited Boost Boys lehnen rechte Musik und Nazis ab. Hier sitzen wir in einem Boot. In diesem Sinne, Rock on, Felix Müller. Tja, Felix Müller. Aber du hast leider den Honigtopf ins Bienengehege gestellt. Und die ganzen Bienen, das sind nämlich die, die gerne aus Mücken Elefanten mutieren. Und die saugen den Honig aus dem Honigtopf auf und scheißen Elefanten aus. Ja? Und die sind jetzt da. Die Elefanten stehen überall in den Räumen und du kriegst sie nicht mehr weg. So schnell geht diese Scheiße. Dank des Mediums Internet.
Der Timetable der Band ist immer noch gut gefüllt. Die Jungs sind ja nun auch lange genug dabei und haben sich eine stetig wachsende Fangemeinde aufgebaut. Ich denke, sie werden auch diesen Kampf überstehen. Zum Abschluss eine persönliche Anekdote. Seinerzeit spielten wir mit dem Wild Rock Projekt im Frankenland und sollten den Support für Limited Boost Boys machen. Reiner Zufall. Da Limited Boost Boys im Stau stecken geblieben waren und es zu einer erheblichen Zeitverzögerung kam, wurde das Line-Up getauscht. Und Limited Boost Boys beackerten zuerst die Bühne. Danach absolvierten wir unseren ersten öffentlichen Gig. Ich werde das Gesicht vom Limited Boost Boys Sänger Tom nie vergessen, der mir direkt nach dem Gig ein Kompliment machte, auf das ich noch heute stolz bin. Das war der Respekt eines Musikers an einen anderen Musiker. Und Musik ist das, was Limited Boost Boys auch in Zukunft machen wollen. Und das kann man dann hier drauf jetzt hören. Und dazu kommen wir dann jetzt endlich mal. So. Das können wir hier wegklicken und dann können wir ja loslegen. Also, kommen wir kurz erstmal zur Optik, wie immer. Ja, ja, das ist ein ziemlich geiles Cover-Artwork. Ich mag ja dieses wappenartige Design von so Scheiben immer ganz gerne. Und das ist auch noch so ein bisschen Tattoo-Style und außerdem auch so ein bisschen Biker-mäßig gemacht, wie man hier sehen kann, mit den typischen Symboliken. Ne? Finde ich geil, ist ansprechend, weil ich die CD jetzt, wenn ich die Band jetzt nicht kennen würde, ich würde die CD im Laden stehen, würde ich auf jeden Fall in der Hand nehmen, hinten aufgucken, die Titel lesen. Oh, sie klingt ja alles ganz cool. Dann würde ich sie aufklappen und würde sehen, oh, guck mal, die Typen da, ey. Die sehen ja auch, dann willst du mit denen auch abends mal einen saufen, dann kannst du die CD ja auch mal kaufen. Oh, das ist eine schöne Reihe. So, hier haben wir das Labelprint, da haben wir einfach nochmal das gleiche, was auf dem Cover drauf zu sehen ist, mit Flammen und allem drum und dran. Hinten kann man sehr schön, gut, klar und deutlich die Titel lesen, ja. Und ich weiß gar nicht, ist da steht gar kein Label drauf. Okay, naja. Ich weiß gar nicht, wie ein Label das Ganze hier gestalten ist. So, dann kommen wir zum Booklet. Das flattert mir hier schon gerade auseinander. Was zum Fick? Ja. Das ist nämlich so, machen einige Bands, klassisch gemacht in so einem Faltblatt, wenn man so will. Dann kann ich es auch gleich auf einem Schlag zeigen. Also hier haben wir nur Flammen und die Texte. Gut lesbar, ja. Dann haben wir hier noch vielen Dank für 20 Jahre Treue. Was steht da noch? Und unzählige gemeinsame Wochenenden. Ja, also so eine Danksagung nochmal und dann war es das auch schon hier hinten. Ne, wollen wir denn hier die. Haben wir keine Produktionsinfos? Oh, wie schade. Nö. Keine Production-Infos, wie es aussieht, oder? Übersehe ich die jetzt hier gerade? Text, Text, Lyrics, 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 Lyrics. Ja. 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 Ich runterfalle mein. Auf meinen verdreckten, versifften, abgeranzten Fußboden, Alter. So, gut. Das dazu. Schlicht gehalten, aber gut gemacht, ordentlich. Ich konnte es auch ganz gut lesen. Ja, die Texte. Denn ich habe sie gelesen. Denn es gab ein paar Punkte, wo ich dachte, was hat er da gerade gesungen? Okay. Da komme ich dann aber gleich zu. Denn ich erzähle euch jetzt jeden einzelnen Song nochmal. Das Ganze geht halt los mit dem Titel Life is a Pig. Und dazu findet ihr unten in der Box auch einen Link zu einem Musikvideo und ihr könnt auch gerne mal den Kanal dazu besuchen. Das ist nämlich der Kanal der Limited Boost Boys. Da findet ihr auch einiges anderes von den Jungs und auch älteres. Könnt ihr euch mal ältere Songs anhören. Hier sind auch ein paar Songs von dem Album noch drauf. In Live-Version könnt ihr euch die da geben und so. In ältere Version. Oh, oh scheiß Kuhnsohn. So, Life is a Pig beginnt treibend rockig und leicht punkig vom Einstieg her. Dann geht's los mit la 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 la. Erstmal so ein la 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 Gesang. Bisschen befremdlich, ja, nicht unbedingt jetzt wirklich todernst natürlich, ne, und du merkst gleich, okay, hier ist Party am Start. Dann wird diese Lalala-Melodie auch noch im Chor weitergesungen, also mehrstimmig, und im Grunde ist das auch der Refrain des Songs. Das taucht nämlich mehrmals auf, ja. Die Stimme von Tom kommt dann passend und melodisch zur rockigen Ausrichtung der ganzen Mucke dazu und ist manchmal auch durchaus rauer gehalten, also hat manchmal auch ein ganz schönes Reibeisen da im Hals, aber das passt gut zum Sound der Band. Ist auch sehr geil, druckvoll, knackig produziert und so, auch der Gitarrensound kommt gut rüber. Rotzig und rau, das passt, ja. Vor dem letzten Refrain gibt es eine kurze Gesang-Clap-Passage, dann auch dieses Melodie und dann so irgendwie, ne, immer wieder. Und es ist ein schöner Party-Opener, den man auch mit ordentlich einen in der Krone mitgrölen kann, denn da musst du nicht viel lernen. Lololololo, ne, so. Dann, Stück Nummer 2 ist Head Against the Wall. Hat einen direkten Einstieg der Song mit kurzen Riffparts und Strophe und dann hört man auch, hier singt er schon ein bisschen rotziger. Dann geht es mit hohem Tempo weiter, erneut rotzig, rockig und leicht punkig gemacht. Im Refrain ertönt das erste Mal dann auch ein Akkordeon und die Folk-Elemente kommen dazu. Das passt auch gut dazu, ist allerdings nicht der größte Ohrwurm für mich, der Refrain, der dazu kommt. Ne? Ist jetzt nicht der größte Ohrwurm, aber okay.
Ich würde sogar sagen, dass der Song so mit einer der schwächsten Nummern ist, weil er nicht sofort gesessen hat. Wir haben ihn auch mittlerweile ein paar Mal im Auto laufen gehabt. Mittig gibt es eine im Mittempo gehaltene Heavy-Instrumental-Bridge, die schon fast in den Heavy-Metal-Bereich reingeht, finde ich. Und dann geht es wieder flotter weiter, inklusive Akkordeon. Und es wird ordentlich darauf rumgedudelt auf dem Ding. Und am Ende wird der Titel wiederholt gesungen. Also dieses Head Against the Wall singen sie mehrmals, ne, die Worte, was wieder ein bisschen eingängiger rüberkommt. Und der Song ist trotzdem auch geil, keine Frage. Also dann kommen wir zu Stück Nummer 3, es ist Tattoo Boy. Das Ding beginnt folkig mit Harmonika oder Akkordeon. Ich kann das immer nicht so ganz einkategorisieren, aber ich denke mal so ein Akkordeon, ich weiß nicht genau. Die Melodie erinnert auf jeden Fall sehr stark an Great Song of Indifference, oder wie heißt das? Na, 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 I don't mind it all, wisst ihr, was ich meine? Ja. Auch in der ersten Strophe hält man diese Melodie, allerdings nur mit Gesang, Drum und Bass. Ohne Gitarren dazu, ja. Dann wird es dann aber schneller, das Ding, und dann wird auch ordentlich losgerockt. In ordentlichem Tempo, ja. Der Refrain passt dann auch ganz gut zum Ganzen, und vor dem Abschlussrefrain gibt es eine kurze Akustikpassage, ist mir noch aufgefallen. Auch eine richtig geile Nummer, und diese bekannte Melodie macht ihn umso eingängiger, ne. Dann kommen wir zu Stück Nummer 4, das ist I Come From, so heißt der Song. Beginnt nur mit Bass, dazu dann die erste Strophe mit ein bisschen Akkordeon dazu. Die Melodie ist ganz klar geklaut, und zwar, wer es noch kennt, das alte Internet-Meme, die Lauchpolka, Levans Polka. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Kennt ihr das? Kennt das noch einer von euch? Ja, diese Melodie hört man halt hier. Auch Drums und Gitarren kommen passend dazu dann, ja, und mittig gibt es eine geile Dudelsack-Passage, da stehe ich ja immer drauf, sowas. Und dann geht es nochmal voll ab mit schnellem Gerocke zu den Pipes, ne, zu den Backpipes, und abschließend dazu noch eine Strophe. Kurz, knackig, spaßig, I Come From. Dann kommen wir zum nächsten Titel, das ist Nummer 5, der heißt Mr. Meyer. Und ab hier steigt langsam die Eingängigkeit und der Ohrwurm-Faktor auf dem Album ein bisschen an. Der Song hat einen rohen Gitarrensound, also richtig knarzige, geile Gitarren, zu schnellen Drums und so eine punkige Atmosphäre versprüht das Ganze wieder so ein bisschen. Er hat melodische Strophen und mehrstimmigen Refrain mit leichtem Ohrwurmfaktor, dieses Mr. Maya, Mr. Maya, das setzt sich ziemlich schnell fest. Ab Mitte gibt es dann auch wieder passend gesetzte Akkordeonklänge und der Song hat ein recht abruptes Ende nach abschließendem Refrain. So. Also auch wieder eine kurze, knackige und eingängige Nummer. Dann kommen wir zu Nummer 6, das ist der Song I Don't Know. Beginnt mit Trommelwirbel und erstmal den Refrain, kurz und simpel gemacht. Dann fast Aelstorm-artig rein in die Nummer mit harten, rockigen Riffs zu Akkordeonklängen und rauen, gesungenen Strophen. Ja, das hat mich sofort an Aelstorm erinnert. Auch als es zum ersten Mal im Auto hört, sagt ja meine Süße sofort zu mir, ja, das ist jetzt aber Aelstorm. Also das klingt jetzt aber sehr nach Aelstorm. Im Positiven, denn wir lieben ja Aelstorm. So. Der Refrain im Gesamten ist auch sehr passend zu dem Ganzen gemacht und erneut war das dann auch ein knackig, rockiger Titel, würde ich sagen, und mit leichten Reminiszenzen an Aerostorm halt, soundmäßig. So, und ab jetzt ist das Album einfach nur noch awesome, kann man fast sagen. Ja, am Ende ist nochmal einer so ein bisschen normaler Song dabei, also gegen Ende. Aber alles, was ab jetzt kommt, fand ich mega geil. Erstmal kommt textlich eine Biker-Nummer, United. Der Einstieg ist fast metallisch, ein cooles Heavy-Metal-Riff erstmal, ja. Und dann wird dieses selbe Riff in schnellerer Form fortgesetzt und auch der Song steigt ja vom Geschwindigkeitsgrad her an, ja, wird schneller. In den Strophen allerdings wird es dann wieder eher punkiger und simpler gehalten, auch von den Riffs her. Und der Refrain ist einfach absolut klasse, weil mega Ohrwurm-tauglich. Da wird halt immer gesungen, whoa, Uniters, Bikers, Germany, whoa, Motorcycle Harmony. Und wenn du das dreimal gehört hast, dann kriegst du das nie wieder aus dem Kopf. Also, und es ist auch richtig geil, mehrstimmig gemacht, es ist ein richtig hymnischer Refrain, kann ich nicht anders sagen. Kurz vor Songende sogar ein Solo-Chor, nur mit Drum, Bass und Chorus, keine Gitarren dabei, das mag ich auch immer gerne. Es versprüht immer so ein bisschen Live-Atmosphäre, wie ich immer gerne sage, und das funktioniert hier auch sehr, sehr gut. Also United ist eins der Highlights des Albums für mich persönlich. Ebenso der nächste Song, Pretty Girl. Und jetzt kommen wir zum lyrischen Inhalt, ja? Hier sind wir nichts mit rechtsradikal. Nein, es wird jetzt richtig schön frauenfeindlich. Denn wir spritzen auf ein süßes Mädel ab, ja? Natürlich ist sie volljährig, was dachtet ihr denn? Pretty Girl, Backpipe Intro, ja? Also erstmal Dudelsack am Anfang. Die Hauptmelodie ist mir auch sehr bekannt, finde ich. Also, wenn ihr jetzt einen Vergleich suchen wollt.
ich glaube, dass die Grundmelodie auf einem Traditional basiert. Ich kenne aber den Namen dieses Stückes nicht. Ja, aber wenn ihr jetzt Power-Metal-Fans seid, ihr kennt doch Majesty mit dem Song Freedom Warriors. Oder war das, als sie Metal Force kurz hießen und dann Freedom Warriors gemacht haben? Weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf. Aber so wird der Refrain davon. So ähnlich ist hier diese Dudelsack-Melodie. Oder wenn ihr Popmusik hört, wie mein Papa das getan hat, der kennt die und hat sich gekauft damals die Band Experience. Das ist so Ethno-Pop-Krams, ja. Aber mit recht schönen Melodien. Und die haben mal einen Song gemacht, der heißt Am I Right? Googelt jetzt mal X-Perience, Experience, Am I Right? Dann habt ihr diese Melodie. Und das ist auch ein ziemlich guter, folkiger Pop-Song, finde ich generell. Es gibt aber auch eine unbekannte, ich glaube sogar norddeutsche Rockband namens Toy. Die haben auf ihrem zweiten Album Juggernaut den Song Judgment Day rausgebracht. Und das ist auch eine Folk-Rock-Nummer, die ebenfalls die gleiche Melodie hat wie jetzt eben von Pretty Girl. Ja, okay. Und diese Melodie zieht sich durch den ganzen Song durch. Also dazu kommt ein rockig treibendes Riff. Man glaubt, man hört in Extremo von der Spielart her, finde ich. Ich habe mich daran ein bisschen erinnert. Und selbst in die Strophen erinnert dann daran, wie er das singt, nur eben, dass er hier eben Englisch singt. Ja, und dann kommt der gloriöse Refrain. Wirklich, ja. Ich singe ihn immer vor. Ich meine, ich kann nicht singen, aber ihr hört euch den Scheiß ja trotzdem an. Please come not in my face, looking for another place. Of my little lovely tits, or my spreading pinky lips. Und das wiederholt sich dann, okay? Noch Fragen? Das ist Steel Panther Level, okay? So. Nach dem zweiten Refrain folgt eine kleine Instrumental-Bridge. Und dann geht's zurück in den Song und am Abschluss gibt's dann nochmal wiederholt den Refrain. Diesen wunderbaren Refrain, den ich unbedingt noch auswendig lernen muss. So, dann kommen wir zu Stück Nummer 9, ebenfalls extrem geil, war mal was völlig anderes, nämlich der Limited Boost Boys Song. Geht direkt rein mit Banjo, Akkordeon und Redneck-Atmosphäre oder Banjo, ich weiß nicht, oder Mandoline oder was, keine Ahnung, ja. Dazu passend dunkler und gechillter vorgetragene Vocals. Also er singt auch so wie so ein Cowboy, der auf seiner Ranch gerade sitzt. Oder irgendwie, keine Ahnung, ja. Und hat einen sehr schicken Mitsing-Refrain, dieses We're the Limited Boost Boys. Und das ist alles komplett ohne harte Gitarrenriffs. Und damit ist das im Grunde genommen eine schunkelbare Folk-Nummer at its best. Ja, so eine richtige Schunkelnummer. Und wenn du dann in den Strophen Parts hörst wie Have Part with Wrong Friends, kann man auch davon ausgehen, dass hier nochmal das Statement unterstrichen wird, ne? Das hier hört auf unserer alten Vergangenheit rumzutrampeln oder von dem einen da irgendwann weit vor unserer Band, ne? So. Dann kommen wir zu Stück Nummer 10, das ist Faster. Da hatte ich einen kleinen What the fuck-Moment, weil jetzt das Riff erstmal begann, dachte ich, was ist denn jetzt? Kommt jetzt eine Heavy Metal Doom-Nummer oder was? Das ist ein schweres Heavy Riff, schleppend, doomig, stampfend gemacht. Und das hält sich dann auch in den Strophen so, die fast episch vorgetragen werden. Im Refrain wird es dann ein bisschen mittempolastiger, ein bisschen schneller und treibender und funktioniert auch gut und ist auch eingängig gemacht, das Ganze. Mittig gibt es ein kleines Instrumental-Solo-Riff. Das ist nicht wirklich ein Gitarren-Solo, aber ne, so eine extra gespielte Melodie. Und dann gibt es nochmal die Strophe und den Refrain bis zum Ende. Also ein interessantes Ding in Richtung Doom-Heavy-Metal, würde ich sagen, fast. Geil, hat mir gut gefallen. Also hier wird wirklich viel Abwechslung geboten. Dann kommt der 11. Song, das ist nochmal ein eher normaler Song, fand ich. Der hat jetzt nicht so viel hinterlassen bei mir. Es ist Feelings. Balladeska Einstieg zunächst, ganz kurz, aber es ist nur das Intro. Dann geht's los, wirbelnde Drums und melodisches Rockriff. Dann auf O gesungene Gesänge und klassische Rockriffs. So typische Deutsch-Rockriffs, würde ich jetzt hier fast sagen. Und diese halten sich dann auch in den teils mehrstimmigen Strophen. Gegen Ende gibt es eine Passage mit Strophe ohne Gitarren. Das passt ja auch immer sehr gut, habe ich gerade schon gesagt. Und dann wird am Ende nochmal richtig abgerockt. So. Aber vom Refrain ist ja jetzt nicht viel zurückgeblieben. Ebenfalls wie beim letzten Titel, den ich aber wieder witziger fand. Das ist der Song Rust. Das ist ein sehr lustiger Yellow Submarine-Klau. Die komplette Melodie und Machart ist eine Art hart verrockte Version des Beatle-Klassikers oder eher eine Verneigung davor, würde ich jetzt eher sagen. Lediglich der Refrain des Originals, der wurde ein bisschen verändert, aber es macht dennoch viel Spaß, das Ding zu hören, ja. Und das sitzt dann auch noch einigen Mal hören sehr gut. So, Limited Boost Boys, 20 Years Fast and Loud, kann man auch unglaublich gut im Auto hören, finde ich. Das ist richtig geile Sommermucke, ja. Und wenn ihr jetzt den Hintergrund der Band nicht weiter durchleuchten wollt und das sowieso kritisch seht wie ich, dann habt ihr auch kein Problem damit, das Ding zu kaufen und ohne weiteres zu hören. Ist eine kleine Band, ist unterstützenswert, finde ich. Weiter so.
Also ich habe kein Problem mit dieser Band. Und jeder, der ein bisschen gesunden Menschenverstand in der Birne hat, der hat auch kein Problem mit der Band. Alle anderen finden auch, dass die Onkels immer noch Nazis sind. So, da bin ich durch mit dem Review. Ein bisschen länger heute, aber ihr mögt ja längere Videos. Jedenfalls der eine oder andere von euch. Ich hab ja einen Zeitmarker gesetzt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß, bei was auch ihr inhaltlich viel Gehaltvolleres als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich alles Gute und sage wie immer Farewell.